Es geht weiter mit den Gesprächen auf der roten Couch der CRN-Redaktion. Ich begrüße bei mir Arndt von Wedemeyer, Geschäftsführer des E-Tailers Notebooks Billiger. Guten Tag. Hallo. Notebooks Billiger hat in den letzten Jahren ja ein fulminantes Wachstum hingelegt. Zuwachsraten von 40% und mehr waren keine Seltenheit. Herr von Wedemeyer, was sind die Gründe für diesen Erfolg? Die Gründe liegen sicher in der Fokussierung, im Produktsortiment. Der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein, dass wir uns einfach Gedanken darüber gemacht haben, was wollen die Kunden, was wollen die Hersteller, also was wollen unsere Partner auf beiden Seiten, und versucht haben, beiden eben ein gutes Paket anzubieten. Und das Konzept ist aufgegangen. Also da steckt kein wahnwitziges Geheimnis hinter, da steckt einfach ein bisschen Zuhören, ein bisschen Gedanken machen und eigentlich so ganz einfache kaufmännische Grundideen dahinter. Im Namen Notebooks Billiger ist ja schon die Preiskomponente enthalten. Es gibt ja auch diese Überzeugung, dass eben im Internet vor allem der Preis entscheidend ist für den Erfolg. Können Sie das auch bestätigen oder sehen Sie da auch andere Faktoren, die eben wirklich für den Erfolg im Internet ausschlaggebend sind? Also das war am Anfang mit Sicherheit so. Also notebooksbilliger.de ist ja entstanden, weil wir einen Consulting-Auftrag für einen großen Markenartikler hatten und die haben uns gefragt, was macht ein Produkt aus, damit es im Internet verkauft werden kann? Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie das ja die Aufgabe von Consultants dann ist, und kamen zu dem Schluss, es muss ein Produkt sein, das sich sowieso verkauft, wo die Affinität des Kunden, das Produkt zu erwerben, sehr hoch ist. Die Begehrlichkeit muss vom Grund da sein. Und der Kunde muss in der Tat viel Geld sparen können. Und wir haben dann natürlich überlegt, auf welche Produkte aus unserem Sortiment passt das sehr gut. Und das waren Notebooks. Damals haben Notebooks eben 5.000 Mark und mehr gekostet. Und die Preisersparnis war dann durchaus im Bereich 20%. Und dafür haben die Leute es in Kauf genommen, online zu kaufen. Mittlerweile erleben wir eine Trendwende, dass man eigentlich sagt, online habe ich mehr Informationen, ich habe ein breiteres Sortiment, ich habe die Ware schneller verfügbar und ich werde häufig auch vielleicht netter behandelt. Das hängt aber immer von den Einzelfällen natürlich ab. Das heißt, wir erleben gerade einen Trendwandel eigentlich von dem rein preisgetriebenen Käufer zu dem Convenience-Käufer, würde ich ihn nennen. Eben sagt, ich möchte es komfortabel haben, es soll Spaß machen. Ich möchte einfach ein gutes Bauchgefühl haben, weil letztlich geht es darum beim Kaufen immer, es muss Spaß machen. Sie haben gerade die Fokussierung auf den Notebook-Bereich angesprochen. Viele andere Online-Anbieter haben ja ein sehr breites Sortiment. Sie dagegen setzen auf die Spezialisierung. Ist das eben das Prinzip, das Ihnen auch diesen Erfolg beschert hat? Ja, initial sicherlich ja, weil eben Notebooks die Produkte waren, auf die diese Idee am besten zutraf. Grundsätzlich ist es schon so, dass wir seit 2-3 Jahren auch mit großem Erfolg LCD-Displays vertreiben. Wir sind im PC-Bereich jetzt eingestiegen vor einem halben Jahr, haben da starke lineare Zuwachsraten und wir sind auch sehr erfolgreich im Bereich Drucker. Nichtsdestotrotz sind Notebooks für uns das Hauptprodukt und bei egal was wir machen, wir legen eben Wert darauf, dass wir Nutzen für den Kunden rüberbringen können. Also wir werden keine Datenbanken importieren mit Artikelbeschreibungen, wir machen sie selber. Und wir leisten uns auch den Luxus zu schreiben, wenn uns etwas nicht gefällt an einem Produkt. Und wir werden jetzt in den nächsten Monaten damit starten, dass wir ein Qualitätsranking veröffentlichen. Das heißt, bei uns wird bei jedem Hersteller, wo wir mehr als 10 Kundenbewertungen bekommen, und wir reden hier von empirisch relevanten Daten aufgrund der hohen Stückzahlen, die wir machen, werden wir die Qualität, die die Kunden für die Serviceabwicklung geben, also Freundlichkeit, Geschwindigkeit und Endergebnis, werden wir veröffentlichen. Es ist also auch mein ganz erklärtes Ziel, dass wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern auch Hersteller, die eine gute Arbeit im Service leisten, und ich denke, damit tun wir auch jedem Fachhändler einen Gefallen, wirklich aufzeigen und sagen, da kann man kaufen, das ist eine gute Qualität, das macht Spaß, so ein Produkt zu haben, auch wenn es mal schief geht. Und bei anderen, wo es eben anders ist, auch ganz klar mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, so, das ist nicht die Qualität, die wir uns alle gemeinsam vorstellen. Auch wegen dieses qualitativen Ansatzes zählt Notebooks Billiger eindeutig zu den Gewinnern im Onlinehandel. Gerade in den letzten Monaten hat aber eine Reihe von anderen Anbietern wenig Erfolg gehabt und musste ihr Onlineangebot schließen. Man spricht von einer Konsolidierung im Onlinehandel. Hängt damit auch eine gewisse Marktsättigung zusammen oder sind hier noch entsprechende Wachstumsperspektiven drin? Ja gut, das muss jeder für sich individuell beantworten. Also wir gehen durchaus von noch sehr starkem weiteren Wachstum aus. Wir sind in der
ja schon aus Erfahrung eigentlich eigenartigen Lage, dass wir, umso größer wir werden, ein umso stärkeres Wachstum bekommen. Nicht nur mit absoluten Zahlen, was logisch ist, sondern eben prozentual, was ungewöhnlich ist. Ganz ehrlich gesagt, genau wissen, warum das so ist, tun wir auch nicht. Wir nehmen eigentlich an, dass wir hier eine Position haben im Markt, die sowohl für die Kunden wie auch für unsere Partner auf der Industrieseite sehr, sehr attraktiv ist. Und dass es einfach eine self-fulfilling prophecy im Grunde ist. Und dass es für den Kunden auch nicht mehr so attraktiv ist, ein Notebook woanders zu kaufen, um das ganz platt zu sagen. Denken Sie, dass der Onlinehandel in einem Stadium ist, wo sich vor allem jetzt einige Top-Anbieter herauskristallisieren, oder gibt es auch noch Platz für Neueinsteiger? Ich denke, es gibt immer Platz für Neueinsteiger. Also die Arroganz, die darf man sich nicht auf die Stirn schreiben, zu vermuten, man könnte alles besser als jeder andere und es gibt nie jemanden, der eine bessere Idee hätte als man selber. Also es gibt immer Raum für neue Ideen, aber es müssen dann wirklich, glaube ich, auch neue Ideen sein. Und wie gesagt, was mir an vielen der Konzepte, die ja auch nicht funktioniert haben, gefehlt hat, es ist mit viel Getöse in den Markt marschiert worden. Man hat aber eigentlich vergessen, welchen Nutzen bringe ich dem Kunden. Ja, und solange man das nicht macht, sagt der Kunde halt, komm, lasst mich in Ruhe. Und letztlich zahlt er die Party. Ein Rezept für weiteres Wachstum war bei einer Reihe von Online-Händlern jetzt die Partnerschaft mit finanzkräftigen Medienunternehmen vor allem. Was sagen Sie dazu? Ist es auch für Sie eine Perspektive, dass Sie sich einen großen Partner an Bord holen wollen, oder schaffen Sie das gut auch weiter auf eigene Kraft? Also wir schaffen das sehr gut auch weiter aus eigener Kraft. C&P gibt es ja schon sehr lange, also es gibt uns seit 89 und wir haben sehr, sehr gutes Eigenkapital und wir brauchen voraussichtlich die nächsten 5 Jahre niemand anders. Das kann sich natürlich tatsächlich ändern, wenn sich eben Umsatzwachstum noch stärker darstellt, als wir es planen. Aber in unserer derzeitigen Projektion ist es überflüssig und ich genieße diese Situation auch und strebe keine andere Situation an, denn es ermöglicht mir natürlich eine Handlungsfreiheit, die die anderen Kollegen überwiegend nicht mehr haben. Und wir machen ja Dinge, wo alle immer vorher den Kopf schütteln drüber und sagen, so ein Schwachsinn. Und natürlich wird auch nicht alles davon toll, aber wenn nur 30% von all dem Schwachsinn, den wir probieren, am Ende ein wirtschaftlicher Erfolg ist, dann haben wir eben doch diese 30% gemacht, die die anderen nicht versucht haben. Und ich glaube, es ist halt viel Experimentieren, weil wir befinden uns immer noch in einem Marktsegment, wo Ausprobieren angesagt ist, weil es keine Wissenschaft gibt, die das Ganze angemessen beschreibt und in die Zukunft reflektieren kann. Dann wünschen wir Ihnen noch viel Erfolg für die geschäftliche Zukunft und bedanken uns für das Gespräch. Ja, danke auch.